Sie betont eine mädchenhafte Figur. Hey, Sarah, komm und sieh dir das an. Happy Sweet 16. Katie. Na, was sagst du dazu? Ja, ja, sehr nett. Ach ja, an meinem 16. Geburtstag. Da hat niemand für mich eine Party geschmissen oder eine Torte gebacken. Das nächste Mal wird aber gefeiert. Ich will keine Feier. Dann backe ich dir eine Torte. Ich will auch keine Torte, Ron. Ja, dann lass ich dich in Ruhe. So ist recht. Ignoriere mich an meinem Geburtstag. Lester, ich hab gewonnen. Okay, also versuch's mit Fassung zu tragen. Was? Mann, erzähl nichts. Dein letzter Korb war nun mal ein absolutes Foul. Und ich war noch gar nicht in Form. Okay, dann spielen wir weiter. Ich führe 49 zu 1. Und gleich steht es 49 zu 2. Wetten? Halt, Jungs. Schön langsam. Ihr wisst, dass Katie morgen Geburtstag hat. Habt ihr schon ein Geschenk für sie? Weißt du, den Kauf als solches, den haben wir noch nicht getätigt, Dad. Aber das Geschenk ist die Nummer 1 auf unserer Liste. Ja, wir haben uns schon umgesehen, Dad. Weißt du, es soll ja was Besonderes sein. Wo hast du übrigens die schöne Schürze her? Jungs, ich möchte, dass ihr Katie ein hübsches Geschenk macht. Ich verlass mich drauf, ja? Sie wird begeistert sein, Dad. Mach dir keine Sorgen. Hier, nimm das Kleine. Wieso muss ich das Geschenk besorgen? Hm? Hey, du sollst überhaupt nichts besorgen. Wir geben ihr die 10 Mäuse, okay? Los, kauf dir ein Geschenk. Raus! Hey, Katie! Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Hey, Sarah. Alles Gute. Das ist übrigens von uns beiden. Na los! Oh, Ron, die Torte sieht wundervoll aus. Du natürlich auch. Na, freust du dich auf deine Geburtstagsparty? Ja, klar. Und weißt du was, Dad kommt auch. Er ist gerade von einer Studienreise zurück. Na, großartig. Tja, Ellen, vielleicht kommt ihr ja doch noch wieder zusammen. Ich hatte Larry schrecklich gern. Leonard. Ron, mein Dad wird dir gefallen. Wirklich, er ist unglaublich. Er hat was drauf. Er ist der beliebteste Professor an der ganzen Hochschule. Er ist höflich, er sieht gut aus. Er ist perfekt, nicht wahr, Mom? Nobody is perfect, Katie. Komm mit, Grandma. Ich möchte dir mein neues Kleid zeigen. Gern, wieso nicht? Aber pass auf, dass er das nicht in die Finger kriegt. Ich habe den Eindruck, dass es nicht angenehm wird, Leonard kennenzulernen. Ja, das wird wohl für uns alle nicht besonders erfreulich. Ich meine, Leonard mag Mr. Perfect sein, nur ich bin auch nicht gerade Abwaschwasser. Hm? Ron, ich habe es mir zur Regel gemacht, mich nie in Abwaschwasser zu verlieben. Hi. Hallo? Hallo. Hi. Hi. Wer sind Sie? Oh, mir geht's gut. Und Ihnen? Was? Wissen Sie, ich bin Leonard Davis? Oh, Leonard, kommen Sie rein, Leonard. Danke, das ist nett. Freut mich wirklich sehr, ich bin Ron Freeman. Ja, ich war überrascht, weil ich hatte Sie mir anders vorgestellt. Naja, das macht nichts. Wieso überrascht? Etwa wegen meiner Hautfarbe? Nein. Ich meine, die Schürze. Oh, meine Schürze. Ach, wissen Sie, die habe ich nicht immer an. Ich bin nur gerade... Ich backe eine Torte für Katie. Katie ist meine... Sie kennen Katie ja. Na, jedenfalls, ich hatte sie mir auch anders vorgestellt. Wieso? Liegt es etwa an meiner Hautfarbe? Ha?
Len! Ellen! Hallo. Ich sehe, ihr habt euch schon begrüßt. Hallo, Sarah. Hallo! Ich freue mich wirklich außerordentlich, dich wiederzusehen. Aber Sarah, in der ganzen Zeit, in der ich mit Ellen verheiratet war, hast du mich nie geküsst. Weißt du, du erscheinst mir heute in einem ganz anderen Licht. Ja, ich habe offen gesagt gedacht, ich würde dich erst morgen sehen. Hm. Naja, aber egal. Du warst in Tibet? Da war ich, ja. Das dritte Mal. Ja, ich hatte wieder Probleme mit den Yaks. Ja, du weißt schon, ja. Du hast doch deine Salbe. Oh ja, ja, die ist auch gut. Aber die Viecher halten einfach nicht still. Da ist nichts. Wovon reden die? Keine Ahnung. Ja, weißt du, ich muss jetzt leider gehen. Ich wollte nur Katies Geburtstagsgeschenk abliefern und... tja, hier ist es. Wieso gibst du es ihr nicht morgen auf der Party? Oh, nein, 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 nein. Ich glaube, ich komme nicht zu der Party. Tja, ich habe eine wichtige Verabredung. Genau, ich habe eine wichtige Verabredung. Aber das kannst du nicht machen, Lennart. Hör zu, ich bitte dich, mach keine große Sache daraus. Ich wollte nur kurz vorbeischauen, das Geschenk abgeben und dann wieder verschwinden. Hier ist es. Und denk dir eine gute Entschuldigung für mich aus, ja? Nein, ich glaube, das solltest du ihr selber sagen, Lennart. Na schön, schon in Ordnung. Ich respektiere deine Entscheidung. Ron, würden Sie mich bei Katie entschuldigen? Oh, Daddy! Oh, Katie! Oh, ich hab dich schon gesucht. Du kommst doch auf meine Party, oder? Hör zu. Lass uns reden, ja? Also, wegen der Party. Ja. Lass dich anschauen, du bist so schön. Du weißt doch, dass ich dich lieb hab, das weißt du doch, oder? Oh, oh, das hört sich aber gar nicht gut an. Weißt du, also, ich würde gerne auf deine Party kommen, selbstverständlich. Nur, weißt du, ich fliege morgen früh schon nach Tibet zurück. Das muss sein, ich hab meinen Hotelschlüssel in meiner Jacke vergessen. Hör zu, Dad, verschon mich mit diesen Geschichten. Okay, gut, die Wahrheit. Die Wahrheit ist, ich muss zur Schluckimpfung. Oh. Naja, Katie, das muss ich leider ab und zu. Hör bitte auf, ja? Wenn du absolut nicht auf meine Party kommen willst, dann komm nicht. Mir ist es egal. Absolut Katie, egal. Bitte. Oh, ich glaub's einfach nicht, Lennart. Deine Tochter wird 16 Jahre alt. Warum bist du nicht einmal für sie da? Ach, vergiss es. Naja, meine Hoffnung auf Wiedervereinigung ist dahin. Entschuldige, Ron. Schon okay. Lennart, wo wollen Sie hin? Nach Tibet wahrscheinlich. Lennart, trinken Sie ein Glas Bier? Ja, das ist eine gute Idee. Lennart? Was ist? Ich meine mit mir. Das ist noch eine bessere Idee. Also, das hier ist deine Lieblingsbar? Der Laden baut mich auf. Also, Lennart, jetzt mal ehrlich. Wieso kommst du nicht zu Katies Party? Partys sind sehr traumatisch für mich. Ich hyperventiliere, ich schwitze, ich kriege Ausschlag, naja. Dann kommen Menschen zu mir und sagen Hallo, dann sage ich Hallo, dann sagen sie wieder Hallo, dann sage ich Hallo. Es ist endlos. Lennart, du warst also noch nie auf einer von Katies Partys? Doch, doch, doch. Sieh mal, manchmal geht's schon, da reiße ich mich zusammen, aber jetzt hat sich doch vieles verändert. Ich meine, sie lebt in deinem Haus und gehört damit zu deiner Familie. Na ja. Genau das habe ich mir gedacht. Katie ist nicht meine Tochter, sondern deine. Komm zu der Party, Lennart. Katie braucht dich, du kannst dir das nicht antun. Du musst dich gut fühlen, wenn du sowas sagst. Du verfügst noch über den natürlichen Urinstinkt. Du weißt noch, wie ein Vater zu sein hat. Naja, ich glaube schon. Ja, ich bin sicher, wenn deine Jungs Geburtstag hatten, hast du alles richtig gemacht. Bestimmt hast du als Clown verkleidet ein paar Zaubertricks vorgeführt. Stimmt doch, oder? Klar, ich hatte so eine Pappnase und so einen komischen Hut. Ja, das ist toll, das ist großartig, nur ich bin anders. Ich habe mich noch nie an Katies Geburtstag als Clown verkleidet. Ich sehe in so einem Kostüm blöd aus. Ich bin zu sehr mit dem Jammer und dem Leid dieser Welt beschäftigt. Die Welt ist nicht nur voller Jammer und Elend, Lennart. Denkst du? Dann sieh dich doch hier um. Ja.
Mag sein, in dieser Bar vielleicht. Es ist überall. Das ist die tragische Ironie unserer Existenz. So sieht's aus. Na schön, reden wir mal von dir. Du bist ein Mensch, richtig? Du willst den idealen Zustand des Liebens und Geliebtwerdens erreichen. Habe ich recht? Ja, ich glaube schon. Und weißt du was? Das ist alles Lug und Trug. Weißt du, ich glaube, Nietzsche hat recht, wenn er die Liebe als einen reinen Machtkampf hinstellt. Ja, wir versuchen damit, uns einen anderen Menschen untertan zu machen und denken also dabei doch nur an uns selbst. Du siehst also, wahre Liebe, Ron, ist unerreichbar. Es ist unglaublich, was einige Eltern sich so denken. Eine von den Müttern hat heute zu mir gesagt, ihr Sohn sei ein Genie und deshalb soll ich ihm Algebra beibringen. Algebra im Kindergarten. Das Bürschchen hat noch nicht mal den Mittagsschlaf bewältigt. Und dabei ist ein netter Bengel, aber ehrlich gesagt, ich kenne niemanden, der die Hosen öfter voll hat als er. Sag mal, ist alles in Ordnung? Es ist überhaupt nichts in Ordnung. Unsere Existenz ist nur Lug und Trug. Was ist Lug und Trug? Das Leben. Es ist jammervoll, ein einziges Tal der Tränen. Du hast mit Leonard gesprochen, habe ich recht? Aaron, spielt das eine Rolle? Es ist meine Philosophie. Oh nein, nein, das sind nicht deine Gedanken, das sind Lennarts Gedanken, die erkenne ich überall wieder. Ich war 6 Jahre mit ihnen verheiratet. Na schön, und wie viel Zeit hast du mit ihm verbracht? Na ja, so 3,5 Stunden. Oh mein Gott. Das ist genau die Art und Weise, wie er andere kaputt macht. Und meistens hat er damit auch Erfolg. Aaron, das Reparieren von Zähnen ist eine sinnentleerte Tätigkeit. Jetzt hör mal, Ron, Schluss damit. Ich möchte, dass du Leonard in Zukunft aus dem Weg gehst. Also, keine Besuche, keine Telefonate und seine Post schickst du sofort zurück, ungeöffnet. Na komm, er ist wie eine dicke schwarze Wolke, die über uns hängt. Ich kann seine Anwesenheit direkt fühlen. Es ist, als wäre er noch irgendwo hier im Haus. Hallo. Oh, hallo Len. Ich dachte, du wärst schon nach Haus gegangen. Naja, ich wollte gerade gehen und dann habe ich noch ein Stück Truthahn im Kühlschrank gefunden und, weißt du... Ich habe nachgedacht. Über das, was du heute so gesagt hast. Ich will mich ändern, Ron. Und ich komme morgen auf die Geburtstagsparty. Hallo. Oh. Hey, du siehst ja heiß aus. Was tust du denn hier? Ich rede mit Ron. Was dagegen? Los, raus hier! Hör zu. Sag ihr nicht, dass ich zu der Party komme, okay? Und Katie, sagst du auch nichts. Ich will, dass es eine Überraschung wird. Okay, Len. Ich bin froh, dass du kommst, ehrlich. Also dann, Kumpel, gute Nacht. Hey, Les, weißt du, wie findest du das Püppchen in dem roten Kleid da, ha? Oh, die reißt ja, mich echt aus den Schuhen, Mann. Das war viel besser, hat sich viel mehr Mühe gegeben. Dann halt mal schön die Augen offen, Brüderchen. Jetzt geht's ab. Nein, das verrate ich hier. Ja. Entschuldige, bitte. Ja? Jemand hat mein Auto zugeparkt. Du parkst wohl nicht zufällig vor einer weißen, tiefer gelegten 5-Gang-Corvette mit Rennstreifen und echten Rentierledersitzbezügen und getönten Scheiben für optimale Privatsphäre. Jetzt hör mal, Kleiner. Automobile sind umweltverschmutzende Monstrositäten und als solche ekeln sie mich an. Zu Weihnachten kaufe ich mir einen Katalysator. Hör zu, Junge, verzieh dich. Schnauze, Mann! Was ist das? Kaninchenfutter oder das Zeug, mit dem man zerbrechliche Sachen verpackt? Und diese Meute da, die ist doch totlangweilig. Auf der Beerdigung von deinem Vater war's lustiger.
Mom, ich bin so deprimiert. Da bist du bei uns an der richtigen Adresse. Warum wollte Daddy nicht auf meine Party kommen? Ach, Schatz, du solltest versuchen, deinen Vater zu verstehen. Du weißt ja, er fürchtet sich vor so vielen Dingen. Zum Beispiel vor fremden Leuten. Oder vor Freunden, der Familie. Vor der Sonne. Dem All. Das mit der Sonne war klar, aber... Entschuldige bitte. Du hast nicht zufällig meinen Football-Pokal hier irgendwo gesehen? Ungefähr so groß? Er steht sonst immer hier. Es ist eine Auszeichnung für den besten Spieler aller Zeiten. Ich bin sicher, dass Katie den Raum von allen Symbolen der Unterdrückung und Gewalt befreit hat. Außer von einem. Schnauze, Mann! Kann ich was helfen? Ja, danke. Leonard? Ja, Ron? Was hast du da an? Hm? Kölnisch Wasser, das habe ich drauf getan wegen der... Ich meine dein Kostüm. Oh, das meinst du? Das ist mein Clown-Outfit. Das hast du mir gestern empfohlen. Du hast doch gesagt, das wäre gut, also bitte. Katie wird begeistert sein. Ich wäre da nicht so sicher. Ich meine, Katie ist 16 und nicht 6. Daran habe ich nicht gedacht. Das sehe ich. Das darf doch gar nicht wahr sein. Ich bin doch wirklich ein Volltrottel. Ich gehe jetzt lieber. Nein, 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 warte. Geh nicht. Okay, Katie ist schon ein wenig zu alt für die Clown-Nummer, aber das tut nicht zur Sache. Darum geht es hier nicht. Sie wird gerührt sein, dass du dir die Mühe machst und für sie hier als Clown auftrittst. Denkst du? Oh, aber ja. Ich bin mir so sicher, dass ich am liebsten auch als Clown rumlaufen würde. Eine Krawatte? Clown-Anzug. Von Marcy. Und Harry? Und Lester. Von Beverly. Und Terry. Und Lester. Würdet ihr uns jetzt bitte eure Aufmerksamkeit schenken? Wir kommen jetzt zum Programm. Marcy Dugan wird uns jetzt ein selbstverfasstes Gedicht vortragen. Mein vorletztes Werk trägt den Titel Die Stille. Danke. Mein letztes Werk trägt den Titel Unmenschlichkeit. Mühen und Plagen, raffgierig auferlegt in Massen von einem dreckigen Dutzend. Menschlichkeit verrottet, zerfällt, verfault. Der Sumpf der Nichtigkeit lockt uns alle an. Nur Steve ist standhaft. Wieso? Wieso nicht? Mich, euch, den Mann mit dem schwarzen Hut. Ergreift ihn, ja, er hat mich bestohlen. Also, sowas Dämliches habe ich noch nie gehört. Mit dem nicht vorhandenen Verlangen. Psst, sei leise. Der Kerl hat sie bestohlen. Lieber mit den Griechen siechen. Doch die Heimat der Dichter ist weit. Und ich spreche ihre Sprache. Hallo, meine nicht. Damen und Herren. Ja, ich komme geradewegs von Chicago angeflogen. Oh Mann, habe ich einen Muskelkater. Was soll das, Alan? Wenn ihr schon nicht über einen Clown lachen könnt, puh, dann lacht ihr vielleicht doch über zwei. Achtung! Zwei Clowns! Leonard, komm endlich raus, Junge. Ron, ich muss dir was sagen. Entschuldigt, wir sind gleich wieder da. Du siehst toll aus. Was soll das, Leonard? Mein Leben konnte nicht so weitergehen. Oh, du meinst meine Kleidung?
Oh, weißt du, ich habe noch mal drüber nachgedacht und ich meine, wenn ich auf diese Party gehe, dann sollte ich doch den Mut besitzen und ich selbst sein. Ja, und mich nicht hinter einem kindischen, albernen Clownkostüm verstecken. Das geht doch nicht. Daddy, oh ja, lassen Sie mich. Katie, das ist doch selbstverständlich, dass ich komme. Ach, Leonard, das ist nett von dir. Ich bin stolz auf dich. Und was dich angeht, das klären wir nachher. Hey, Dad. Schöner Hut. Siehst gut aus. Ja, fast genauso bescheuert wie auf unseren Partys. Hast du vor, in Zukunft immer so rumzulaufen? Ja, was dagegen? Ich bin froh, dass du da bist, Daddy. Es ist zwar eigenartig, aber ich fühle mich gar nicht so unwohl. Du hast ja auch keinen Grund dazu. Ich meine, du trägst ja kein Clownkostüm. Lasst uns doch bitte kurz allein, das wäre nett. Danke. Ja, setzen wir uns. Ich habe hier etwas für dich. Es ist mein neues Buch. Warum das Leben sinnlos ist? Oh, Daddy! Oh. Du musst auch die Widmung lesen. Sie ist wichtiger als alles andere. Für meine Tochter Katie, dem einzigen Gegenargument zu meinen Thesen. Oh. Hunde miauen und Katzen bellen. Pferde muhen und Kühe wiehern. Ihr seid verrückt, sagte der Farmer. Doch seine Hühner, sie buhten ihn aus. Hast du deine Autoschlüssel? So blass war, dass gut, die dann Schweine fahren erschraken. Hey, wo wollt ihr hin? Die Hühner buhen gerade den Farmer aus. Seid ihr wahnsinnig? Ich weiß, es klingt verrückt, aber ich finde dich gerade unglaublich sexy mit der roten Nase. Oh je, das ist aber nun wirklich schade. Lennart hat das Kostüm nur für eine Stunde ausgeliehen. Ja, natürlich.